Der FC Bayern ist in Glasgow angekommen. Am Dienstagabend findet das vierte Spiel der Champions-League-Gruppenphase gegen Celtic statt, das leider ohne den zur Schonung in München gebliebenen Robert Lewandowski stattfinden muss. Ich denke, dass ich eine Lösung finden werde, weil man kann auf 4-4-2 spielen, das heißt mit Robben und Coman vorne. Oder wenn beide auf den Flügeln spielen, dann kann man auch mit einem hängenden Stürmer spielen, also hängenden Mittelfeldspieler. Das geht alles und das ist alles eine Sache der Interpretation, wie man das Spiel insgesamt gestaltet. Auch ohne den Topstürmer ist Jupp Heynckes Mannschaft klarer Favorit. Die Bayern haben einen guten Lauf und fürchten sich auch nicht vor der berüchtigten Stimmung im Celtic Park. Ich habe auch noch nie hier gespielt. Also ja, was du hörst, was du schon gesehen hast am Fernseher, muss es eine überragende Stimmung geben. Und deswegen freue ich mich auch. Aber wir müssen eigentlich auch uns konzentrieren auf unsere Leistung, weil wir müssen hier schon gewinnen. Mit einem Auswärtssieg in Schottland hätten die Münchner die Gruppenphase so gut wie überstanden. Zwar erwarten die Spieler einen aufopferungsvoll kämpfenden Gegner, doch der Anspruch des FC Bayern ist klar. Im Hinspiel haben wir es sehr, sehr gut gemacht, sind auch früh in Führung gegangen, haben dann direkt nach der Halbzeit nachgelegt, das 3-0 gemacht. Ja, dieses Mal ist es wieder das Ziel zu gewinnen, aber ich denke schon, dass es ein Stück weit schwerer wird.